Und natürlich auch guten Morgen von mir. Ich freue mich, dass tatsächlich so viele gekommen sind, ihr alle schon wach seid und hoffentlich aufnahmebereit für den hoffentlich etwas anderen IPv6-Talk. Aber da kommen wir gleich zu. Fangen wir erstmal an, wer bin ich eigentlich? Mein Name ist Nico Isenbeck. Ich wohne in Hamburg, bin dort Systemadministrator und Geschäftsführer der Elbit GmbH. Die Elbit ist ein kleiner IT-Service-Dienstleister, sowohl im Bereich Datenschutz, Programmierung und auch Systemadministration. Wo ich eigentlich herkomme, ist tatsächlich die Systemadministration, hauptsächlich der Bereich Linux und IT-Sicherheit und Datenschutz habe ich mir über die Jahre dann auch noch so angeeignet. Es ist mittlerweile mein 10. Frostcon-Besuch, zweimal als Aussteller. Ich weiß nicht, wer von den Anwesenden meinen Vortrag vor 2 Jahren gesehen hat. Da ging es um das Benanian-Projekt. Wer jetzt nur hier ist, weil er hofft, es gibt genauso einen Entertainment-Faktor wie damals, ist leider falsch. Jetzt wäre noch die Gelegenheit, den Raum zu verlassen. Diesmal gibt es tatsächlich Fakten und ihr werdet ganz viel lernen, hoffe ich zumindest. Das ist jetzt mein 2. Mal als Speaker. Das 1. Mal, wie gesagt, vor 2 Jahren über das Benanian-Projekt. Was war die Motivation für diesen Talk? Warum halte ich den überhaupt? Frostcon 2018 gab es einen Vortrag, sichere Netzwerke mit pfSense. Der war ganz gut, hat einen schönen Überblick gegeben über pfSense als Firewall. Und am Ende, ich glaube, es war eine Frage, die dann aufkam, wie sieht es denn mit IPv6-Support aus in pfSense? Und dann sagte der Vortragende, habe ich mich noch nicht so richtig mit beschäftigt, weiß ich gar nicht. An diesem Talk werde ich jetzt indirekt noch mal ein bisschen anknüpfen, weil am Ende kommen ein paar Slides, wie man das Ganze in pfSense konfiguriert und wie man es richtig macht und dass pfSense das alles ganz toll kann. Dann mein Freund und Kollege Frank, der hier vorne auch sitzt, der hat immer hat immer IPFire verwendet in der Vergangenheit, ist jetzt gerade auf pfSense umgestiegen, wegen mangelndem IPv6-Support, wo ich mich auch frage, okay, es gibt immer noch keinen Support für IPv6 im Jahr 2019, Natürlich, ich weiß, man kann auf der Kommandozeile konfigurieren, dann brauche ich aber keine Router- oder Firewall-Distribution mit WebGUI, wo ich alles klickibunti zusammenklicken kann. Dann kann ich halt irgendwie ein Debian oder ein Linux der Wahl nehmen und es einfach händisch machen. Und dann höre ich immer wieder IPv6, ja, das muss man doch ausschalten, damit alles problemlos funktioniert. Nee, ihr müsst es anmachen, das ist das Internet. Naja, und außerdem war mir langweilig, nicht so richtig. So fangen die meisten IPv6-Talks an, das Ende ist nah. Mein Talk handelt nicht darüber. Ich hoffe, ihr wisst alle, warum ihr es haben wollt. Ansonsten können wir darüber im Nachgang noch ein bisschen reden, wenn Zeit ist. Ich habe einfach nur den Titel vom Heise übernommen. Das IPv6-Ende ist nahe Netzadressen im Umbruch. Dieser Artikel bringt nicht wirklich was Neues. Die IP-Adressen werden irgendwann ausgehen, das wissen wir alle. Schön. Was daran interessant ist an diesem Artikel, sind die Kommentare, die unten drunter stehen. Wenn ihr euch da mal durchlest, was die Leute da posten, welche Gründe sie finden für V6 und dagegen und warum V4 viel toller ist und warum man NAT haben möchte und wie schön das alles funktioniert und wie schlecht sich das alles mit V6 umsetzen lässt. Okay, damit das bei euch nicht so weit kommt, erzähle ich euch jetzt ein bisschen was dazu. Worüber reden wir eigentlich? Das ist ein Graph, den veröffentlicht Google unter google.com/IPv6. Da geht es um die IPv6-Adoption weltweit. Also auch Schwellen- und Entwicklungsländer sind da inkludiert. Und dort kann man entnehmen, dass wir ungefähr 25% des Google-Traffics, und zu Google gehört auch sowas wie YouTube und ganz viele andere Dienste, über IPv6 abgewickelt wird. Also wir haben schon durchaus auch nennenswert eine Verbreitung, die echt nennenswert ist. Und in Industrieländern, gerade in Europa, Amerika, Länder in Asien, ist die Verbreitung teilweise noch viel, viel höher. Ein paar Vorbemerkungen zu diesem Talk noch. Denglisch ist garantiert. Allein aufgrund der ganzen Fachbegriffe lässt sich das nicht so richtig vermeiden. Slack oder Slack hat nichts mit irgendeinem Chatprogramm zu tun. Mac hat nichts mit dem Apfel zu tun. Diana ist kein Name. Und ITF sollte man schon mal gehört haben. Das ist die Organisation, die die ganzen Standards, die RFCs veröffentlicht, beziehungsweise wo die ausgearbeitet werden. Dann gibt es noch ein paar Begriffe, die ich vielleicht kurz erläutern sollte. Es gibt die IR, die Internet Registry, das ist in dem Fall Diana. Dann gibt es die regionalen Internet Registries, da ist die RIPE unter anderem zuständig für Europa. Und es gibt die Local Internet Registries, das sind üblicherweise die ISPs, zumindest in Europa ist die Struktur so. Ich weiß, dieser Talk ist unvollständig, er hebt auch gar keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Der Talk soll euch einen guten Überblick geben, was ist IPv6, was hat es mit den Adressen auf sich, wie funktioniert das alles, da fehlen definitiv Themen. Zum Beispiel ICMPv6 wird nicht im Detail behandelt. Anycast, habe ich gerade gehört, gibt es im Nachgang noch einen Vortrag. Ich hoffe, der beschäftigt sich ebenfalls mit V6.
Und last but not least, ich habe ein Konzept. Das bedeutet, Fragen würde ich bitte ans Ende stellen wollen, um einmal den Vortrag durchzugehen. Ich glaube, ganz viele Fragen, die unterwegs aufkommen, werden sich dann auch wieder klären. Wie oft hört man in der IT Best Practice? Alle erzählen, sie machen Best Practice. Ja, wenn ich mir dann meinen Laptop im Kundennetzwerk anschließe und auf die Best Practice IP-Adresse hoffe, kriege ich keine. Dann habe ich irgendwie per DHCP so eine V4-Adresse zugewiesen bekommen und das war's. Damit komme ich nicht online. Also nicht dahin, wo ich hin möchte vielleicht. Es gibt da einen RFC zu den 6540 aus der Kategorie Best Current Practice. Und da steht ganz klar drin, neue Implementationen müssen IPv6 supporten. Bestehende Implementationen, die aktualisiert werden, sollten ebenfalls IPv6 supporten. Und ganz wichtig, der IPv6-Support sollte mindestens genauso gut sein wie der IPv4-Support. Und IPv6 muss auch only funktionieren. Das heißt, wenn ich ein Device habe ohne IPv4, muss auch das funktionieren. Wie gesagt, das ist eine Empfehlung, Best Current Practice. Es hält sich nur keiner dran oder ganz wenige dran, was die tatsächliche Netzwerkinfrastruktur, das Design angeht von Unternehmensnetzwerken. IPv6 ist toll. Warum? Es gibt einen stark vereinfachten Header. Ich habe keine Header-Checksummen mehr. Ich habe ausreichend IP-Adressen für alles und jeden. Es gibt kein NAT mehr und ich habe weniger Last auf dem Router. Das ist alles schön und gut, das interessiert euch wahrscheinlich aber gar nicht. Das ist das, was man in den anderen Talks immer wieder erzählt bekommt. Man nimmt das Header-Format auseinander, ist alles ganz stark vereinfacht, ist alles ganz toll. Und warum ist es toll, dass ich keine Checksummen mehr habe? Ist es denn tatsächlich für euch in der Praxis relevant, dass das so ist? Ja, wenn man ein großes Unternehmensnetzwerk betreibt, wo man einen Router am Anschlag hat, ist das interessant. Für den Heimanwender, der ein bisschen rumexperimentiert oder ein kleines mittelständisches Unternehmen, spielt das in der Regel erstmal keine Rolle. Ich gehe auch nicht im Detail darauf ein. Ich will nur sagen, ich lasse die ganzen Themen einfach aus. Ich zeige euch, was ihr damit anstellen könnt und wie es funktioniert. Jetzt habe ich gerade gesagt, IPv6 ist toll. Und dann komme ich mit sowas daher, so eine irre lange IP-Adresse. Ja, ist vorbei mit toll, ne? Ja. So, machen wir es mal ein bisschen einfacher. Wir kürzen die Adresse zusammen. Wie kriegen wir das hin? Wir können erstmal führende Nullen in diesen ganzen Blöcken wegnehmen. Das heißt, wenn ich irgendwo eine Ziffer in einem Viererblock stehen habe und es fängt mit einer Null an, kürze ich die Nullen einfach erstmal raus. Des Weiteren gibt es eine Regel, nach der ich Viererblöcke, also vier mal ein Bit, die komplett aus Null bestehen, komplett rauskürzen kann. Ich kann einfach Doppelpunkt, Doppelpunkt dort einfügen, um die Adresse kürzer zu machen. Das Ganze darf ich aber nur einmal machen. Warum darf ich das nur einmal machen? Wenn man sich so eine Adresse anguckt und sich vorstellt, dass man vorne nochmal einen Viererblock mit vier Nullen drin hätte und ich ersetze den ebenfalls durch Doppelpunkt, Doppelpunkt, dann habe ich zweimal Doppelpunkt, Doppelpunkt in der IP-Adresse und ich kann nicht mehr identifizieren, wo denn die restlichen Stellen, die in der Mitte sind, hingehören, weil ich nicht weiß, wie oft da Doppelpunkt, Doppelpunkt für Nullen steht. Deswegen darf ich das Ganze nur einmal machen. Dabei rauskommt diese Adresse. Also nochmal zurück, die Adresse wird zu der Adresse. Ja, ist immer noch lang. Ja, sie ist immer noch länger als eine IPv4-Adresse. Und nein, ich kann mir die nicht merken. Dafür wurde DNS erfunden. So, noch so ein schönes Thema, der Reverse-DNS, der PDR-Record. Naja, der ist lang. Passt leider nicht mal. Doch, passt auf meine Slide. Oh, wunderbar. Da kann ich nichts rauskürzen. Der war aber auch schon bei V4 lang und den merkt sich sowieso keiner. Was hat es damit auf sich mit dieser Adresse? Jetzt beide Schreibweisen, die Langschreibweise und die Kurzschreibweise, einmal zusammengekürzt nach den Regeln, die ihr gerade gelernt habt und einmal oben noch die komplette Variante. Der grundsätzliche Aufbau ist, wir haben 8 Blöcke, je 4 Stellen. Das Ganze ist hexadezimal, das heißt, jede Stelle, jedes Bit repräsentiert, also jede Ziffer in der IP-Adresse repräsentiert 4 Bit, mal 128, ergibt dann in der Summe 128, 8 mal 4. Und jedes ist 4 Bit, entspricht 128 Bit. Länge der IP-Adresse. Dann habe ich üblicherweise einen Interface Identifier, das ist das, was man unter IPv4 als das Subnetz kennt. Also ich habe irgendwie 192.168.0.0/24, das heißt, da wäre es dann hinter dem letzten Punkt das. Bei IPv6 teile ich die IP-Adresse üblicherweise genau in der Mitte durch. Ich habe 128 Bit und ich mache eine /64, das heißt, die vorderen 64 Bit ist das Präfix und die letzten 64 Bit sind das Suffix. Oder der Interface-Identifier. Jetzt habe ich da Zahlen, deren Größenordnung ich nicht mal kenne. Es gibt einmal der komplette Adressraum IPv6.
Und darunter ist ein einziges Subnetz. Und ein einziges Subnetz ist der komplette V4-Adressraum zum Quadrat. Der V4-Adressraum, den kann ich noch in Zahlen fassen. Ungefähr 4,3 Milliarden IP-Adressen. Also wir haben wahnsinnig viele IP-Adressen und wir haben auch pro Subnetz wahnsinnig viele IP-Adressen. Niemand wird ein Heimnetz zu Hause haben, wo er so viele Adressen drin braucht. Warum man trotzdem so ein großes Netz haben möchte, erzähle ich gleich noch. So, wir haben ja noch viel mehr Stellen. Wir haben die letzten 64 Bit eben als Suffix identifiziert. Der hier blau eingefärbte Bereich hat sich nicht geändert. Woher kommen die anderen Bereiche und wer vergibt die und wie komme ich überhaupt an meine IP-Adresse als End-User, ganz egal ob im Business-Bereich oder im Privatbereich? Diana als Internet Registry vergibt Subnetze an die regionalen Internet Registries, in dem Fall hier die RIPE. Das ist eine IP-Adresse von dem Server, auf dem ihr nach, habe ich vergessen zu erwähnen am Anfang, wer sich jetzt hier anfängt, Notizen zu machen, der wird wahrscheinlich nicht viel Spaß daran haben, weil er die ganzen langen IP-Adressen aufschreiben muss. Die Slides sind selbstverständlich online, der Link kommt gleich und das liegt auf dem Server, dessen IP-Adresse da auf der Slide steht. Ja, ihr kriegt einen DNS-Namen dazu und es funktioniert auch über V4, weil ihr sollt ja erst V6 einführen. Also, Diana vergibt ihre Subnetze an die regionalen Internet-Registries, in dem Fall die RIPE. Und in diesem Fall hat sie ein /12 vergeben. Das ist der Bereich, den ich vorne grün eingefärbt habe. Das heißt, Diana hat diesen 2A01/12 Bereich an die RIPE vergeben. Die RIPE wiederum, das ist wie eine Genossenschaft organisiert, dort kann man Mitglied werden, kann man sagen, ich möchte jetzt ein Provider werden. Da kann man auch sagen, ich hätte gerne Legacy-IP. Dann sagt man, ja, sagen die so, gucken wir mal, vielleicht finden wir noch irgendwo ein /22 für dich. Dann hat man 1000 IP-Adressen, 1024. Da wird man als ISP nicht so richtig glücklich mit. Das heißt, man nimmt V6. Mit V6 bekommt man, ohne nachzufragen oder ohne weitere Gründe zu nennen, bis zu einem /29. Das, was man per Default bekommt, ist erstmal ein /32. Ich sage, ja, das reicht aber nicht so richtig. Ich habe ganz viele Kunden und ich bin ganz groß und ganz wichtig und so. Und ich bin ja ein Startup, was in 3 Jahren irgendwie 2 Milliarden Umsatz macht. Okay, hier hast du deinen /29. Viel Spaß damit. Sieh zu, komisches Startup. Damit hat mein Startup jetzt ein /29, der gelb markierte Bereich. Wobei das nicht ganz stimmt, das ist der Bereich, den natürlich dieses Startup-Unternehmen, überhaupt das Unternehmen, auch noch verwenden kann, um Subnetze für die Kunden zu bilden. Die Kunden bekommen unterschiedliche Subnetze. Es gibt da verschiedene Empfehlungen der RIPE. Also alles, was hier jetzt auf Englisch steht, sind Ausschnitte aus den offiziellen Recommendations der RIPE. Am Ende kommen auch nochmal die Links dazu, wo man genau das nachlesen kann. Business Customers sollten ein /48 bekommen. Ein /48 hat 65.000 /64 Subnetze. Ihr erinnert euch, jedes /64 hat den kompletten IPv4-Adressraum zum Quadrat an maximalen IP-Adressen. Das ist wahnsinnig viel. Ein Unternehmen, was 65.000 Subnetze braucht, das will ich erstmal sehen. Also die meisten Unternehmen in Deutschland werden das nicht brauchen. Die Endkunden, also Heimanwender, bekommen immerhin noch ein /56. Damit kann man 256 Subnetze a /64 machen, sprich die 32-Bit V4-Adressraum zum Quadrat. So viele Endgeräte hat niemand von euch zu Hause stehen. Also glaube ich zumindest einfach mal. Und jedes einzelne Subnetz hatten wir vorhin schon mal, ist auch die Empfehlung der RIPE, in diesem Fall ein /64. Das heißt, jedes einzelne Subnetz, in dem die Geräte dann tatsächlich sind, ist ein /64. Habe ich euch schon abgehängt? Wunderbar. So, dann kommt immer genau dieses Argument, diese unglaubliche Verschwendung. Wir verballern da /64-Subnetze mit Abermilliarden IP-Adressen in jedes einzelne Subnetz, die brauchen wir doch eigentlich gar nicht. Ja, ist das tatsächlich ein Problem? Nur 12,5%, also ein Achtel des Adressraums, ist derzeit überhaupt für Global Unicast, also für IP-Adressen im Internet, vorgesehen. Jetzt können wir sagen, das macht es ja noch viel schlimmer, wir verwenden nur 12,5% des Adressbases überhaupt im Internet. Haben wir ja ruckzuck ein Riesenproblem. Ja, der ganze Rest oder ganz viel von dem Rest ist aber noch reserved für zukünftige Anwendungen. Das heißt, der kann zukünftig freigegeben werden, wenn man sich mal überlegt, wir brauchen doch viel mehr, als wir aktuell eingeplant haben, nämlich mehr als den ein Achtel des Adressraums. Jetzt eine Frage ins Publikum. Was glaubt ihr, wie viel Prozent des aktuellen Global Unicast Adressraums, also von diesem 2000/3, ist bereits vergeben? Irgendjemand eine Idee?
Ich habe es ausgerechnet, 1,2% mit Stand Juli 2019. Mehr nicht. Und jeder ernstzunehmende ISP weltweit hat heutzutage, also vielleicht in irgendwelchen Entwicklungsländern, Schwellenländern noch nicht, aber die tatsächlich großen, wo aktuell viele Teilnehmer drin sind, haben entsprechende V6-Subnetze. Ob sie die an die Kunden ausrollen oder nicht, das ist erstmal ein anderes Thema. Was wir in Zukunft eher ein Problem haben werden, ist das Problem kleinerer Subnetze. Also nein, kleinere Subnetze führen dazu, dass wir größere Routing-Tabellen haben. Und wenn wir entsprechend die Subnetze groß machen und an die Kunden geben, haben wir natürlich weniger Einträge in den globalen Routing-Tabellen. Kommen wir mal dazu, was so eine IP-Adresse ist, wie die aufgebaut ist und welche Adresstypen es da gibt. Wir haben erstmal Loopback. Das ist das, was man aus der V4-Zeit 127.0.0.1 kennt. Das ist hier :::1/128. Wir haben Link Local. Komme ich gleich zu, was das ist, erkläre ich. Multicast ebenso. Die Unique Local Unicast-Adressen, die ULAs. Und Global Unicast. Global Unicast ist das, wo aktuell 1,2% vergeben sind. Die Link Local Adressen. Achso, noch einmal kurz zurück. Auch hier ist eine Struktur drin. Wir bewegen uns von dem Device, auf dem wir sind, immer weiter nach außen. Loopback ist tatsächlich nur das Loopback-Device auf dem Gerät. Danach haben wir Link Local, das ist bis zum nächsten Router mit Multicast. Können wir ein bisschen ins Netz reinfragen, kommen wir gleich zu. Und die Unique Local Unicast, das erste, was auch über einen Router hinweggehen könnte. Und Global Unicast sind wir dann im Internet angekommen. Die Link Local Adressen sind nur innerhalb eines Netzwerksegments gültig. Ihr habt das vielleicht schon mal gesehen, wenn ihr irgendwo, ganz egal welches Betriebssystem, macOS, Linux, Windows, in ein Netzwerk hängt, die kriegen so eine komische FE80-Adresse. Das ist genau diese Link-Local-Adresse. Die wird nicht geroutet, die geht niemals über den Router weg, aber über alle Switches im Netzwerk. Und die ist wie folgt aufgebaut. Wir haben erstmal das 10-Bit-Präfix am Anfang, das ist immer FE80 und danach 54 Nullbits. Das heißt, die ersten 64-Bit, wir haben vorhin gelernt, Interface Identifier kommt nach 64-Bit, die vorderen 64-Bit ist das Präfix, sind immer FE80. Und dann kommen ganz viele Nullen, deswegen macht man da dann seinen Doppelpunkt üblicherweise hin, kommt der Interface Identifier. Da gibt es jetzt verschiedene Varianten, wie man den generieren kann, wo der herkommt. Klassischerweise leitete sich der von der MAC-Adresse ab. Warum man das heute nicht mehr macht, erzähle ich nachher noch. Und wir haben in dem Fall eine Interface-ID, weil ich könnte ja theoretisch, dadurch, dass ich die ersten 64-Bit immer identisch habe, immer FE80, Doppelpunkt, Doppelpunkt, und dann kommt mein Interface-Identifier, könnte ich auf mehreren Interfaces auch die gleiche IP-Adresse haben, die gleiche FE80. Und damit ist sie nicht mehr eindeutig. Deswegen hänge ich hinten nochmals Interface dran, in dem Fall ETH0. Dann in der komplett ausgeschriebenen Variante und in der Kurzvariante. Soweit klar? Die meisten nicken, ja, das ist immerhin noch ein gutes Zeichen. Was wir mit der anstellen und wofür wir die brauchen, das erzähle ich gleich auch nochmal. Es ist erstmal wichtig, dass jedes Gerät, was ich an einen Switch hänge, ganz egal, was dahinter hängt, ob da irgendwas hinterhängt, das Device, das Betriebssystem würfelt erstmal eine FE80 Link-Local-Adresse aus. Dann haben wir Multicast. Multicast wird für IPv6 unbedingt benötigt, übrigens auch ICMPv6. Wenn irgendjemand auf die Idee kommt, das auf seinen Switchen auszumachen, sagen, das will ich alles nicht haben, dann ist auch vorbei mit IPv6, dann wird es nicht mehr funktionieren. Es gibt von der JANA ein Dokument, wo well-known Multicast-Adressen verteilt oder ausgewiesen werden. Und die Multicast-Adressen fangen immer mit FF an, also das 8-Bit-Präfix. Danach kommen 4-Bit-Flex und ein 4-Bit-Gültigkeitsbereich und anschließend eine Multicast-Gruppe. Ich zeige gleich, was es damit auf sich hat und was man mit Multicast so anstellen kann im V4-Bereich. Die Multicast-Gruppe, da gibt es verschiedene von. In diesem Fall ist es die 1 am Ende. Die 1 sind alle Devices im Network. Das heißt, jeder Rechner, der eine V6-Adresse hat, muss sich in diese Multicast-Gruppe 1 einschreiben. Das hat zur Folge, dass ich diese Multicast-Gruppe pingen kann und dann auch alle zurückbekomme, die in diesem Netzwerk sind. Es gibt da ganz viele Gruppen, ich kann auch eigene Gruppen definieren. Es gibt ein paar Default-Gruppen, zum Beispiel dieses 1, wo jedes Device daran teilnehmen muss. Wenn es ein Router ist, gibt es noch eine weitere Gruppe, wo der Router dann daran teilnehmen muss. Gucken wir uns das einmal in der Praxis an. Habe ich gerade schon kurz gesagt. Ich habe den Fall, gib mir alle Teilnehmer im Netz, also ich möchte die V6-Teilnehmer haben. Dann mache ich sowas, gemäß der Folie davor, hier. FF02:::1, müsste ich ja jetzt eigentlich alle Teilnehmer zurückbekommen. Stattdessen bekomme ich eine komische Fehlermeldung, Connect Invalid Argument.
Was hat es damit auf sich? Warum geht das nicht? Naja, wir haben da die 2 drin. Die 2 war der Scope und 2 war Link-Local-Scope. Kann also nicht funktionieren, denn was haben wir auf der Link-Local-Seite gelernt? Interface-ID muss angegeben werden. Das gilt in dem Fall auch für Multicast. Das heißt, wenn ich so mache und hinten dran nochmal wieder mein Interface angebe, funktioniert es. Und meine Devices im Netzwerk antworten mir. Nächste Übung. Gib mir alle Router im Netz. Das ist eine andere Multicast-Gruppe. Kann ich auch anpingen. Ja, wie war das noch? Ping FF 02, Doppelpunkt, wieder irgendwas dahinter? Pff, keine Ahnung. Wer soll sich das alles merken? Das ist ja viel komplizierter als V4. Ja, ja. Ich habe da was vorbereitet. Es gibt den IPv6 Finder. Ich bin eigentlich darauf gekommen über einen Artikel in der CT und habe dann festgestellt, es gibt 2 Shell-Skripts, die ipv6finder.sh heißen, die komplett anders aufgebaut sind. Also habe ich mir die mal kurz angeguckt, was machen die eigentlich, wie würde ich das eigentlich machen, was ich eigentlich möchte. Ich möchte erstmal alle V4-Devices auf Link-Local haben, möchte dann gucken, haben die vielleicht noch eine Global-IP, die MAC-Adresse wäre vielleicht noch ganz interessant, die V4-Adresse, weil damit können sich die meisten Leute immer noch eher identifizieren. Und anschließend noch die Info, was ist das eigentlich für ein Device? Und genau das macht das Shell-Skript. Also auch tatsächlich in der Reihenfolge. Es macht erstmal einen Ping an die Multicast-Adresse für alle Devices, dann an die Multicast-Adresse für Router, macht danach noch einen ARP-Scan, um die V4-Adressen rauszubekommen und listet das dann alles auf. In der Übersicht sieht man spannende Dinge. Das untere Device zum Beispiel, was sich da als Router ausgibt, anhand der MAC-Adresse könnt ihr den Hersteller identifizieren, ist ein Gerät, was offiziell kein V6 kann. Was spannenderweise aber trotzdem eine Link-Local-FE80-Adresse hat. Also da wird vermutlich irgendwie ein Embedded Linux drauflaufen, was an sich doch V6 kann, aber der Hersteller hat es vergessen, in seine GUI einzubauen. Das Schöne ist, das ist mir egal, weil ich kann das Device auch über seine FE80-Link-Local-Adresse erreichen. Also ich komme da auch per V6 drauf. Ja, eine Menge Router haben wir irgendwie in diesem Netz und wenige Teilnehmer und einmal mich. Ja, dieses Skript hat als Dependency ARP-Scan, muss man vorher installieren. Ich habe das mal heile gemacht. Also das Skript war aus dem Originalrepository von diesem Philips 3.2.1. Funktioniert irgendwie nur auf nagelneuen Systemen, also in Ubuntu 18.04 funktioniert, in Debian 8 zum Beispiel nicht mehr. Komische Dependencies. Warum habe ich ein aktuelles Ubuntu und eine Dependency auf einen if-config, während die meisten Sachen da drinnen mit IP-Befehlen arbeiten? Total komisch. Ich habe es mal heile gemacht. Könnt ihr euch klonen. Kann einfach ausgeführt werden. Wie gesagt, einzige Dependency ARP-Scannen. Und dann könnt ihr euer Netzwerk mal nach V6-Devices scannen. Und zumindest die FE80, auch wenn ihr keinen IPv6 ausgerollt habt, werdet ihr finden. Kommen wir zum nächsten Adresstyp. Das heißt immer, ja, meine Devices haben ja alle öffentliche IP-Adressen und dann habe ich noch einen Präfix, das ändert sich ständig, weil mir mein Provider keine statischen IP-Adressen gibt. Ich kann das ja alles gar nicht verwenden. Mit NAT und V4 war das alles viel einfacher. Also du hast jetzt 2 Optionen. Entweder gehst du zu deinem Provider und hast einen Business-Anschluss und sagst, jetzt gib mir mal eine statische IP-Adresse, weil ich brauche die irgendwie. Und er gibt dir die und alles ist gut. Oder du führst halt ein Unique Local Unicast Netz ein, was quasi auch wieder privater Adressraum ist, wo du zum Beispiel deinem Server eine IP-Adresse geben kannst, die man sich sogar im Zweifelsfall merken kann, weil man sich die selbst auswürfeln darf. Ob man es sollte, können wir gleich noch drüber reden. Und wo dann alle Clients ebenfalls eine Local Unicast IP-Adresse bekommen und auf diesen Server zugreifen können. FC ist für global zugewiesene ULAs vorgesehen. Es gibt derzeit nur keine Stelle, wo man die registrieren könnte. Das heißt, praktisch steht nur das FD-Präfix zur Verfügung und dort kann man sich das Präfix selbst generieren. Es gibt da diverse Möglichkeiten, die in einem RFC festgeschrieben sind. Die gängige ist eigentlich, den aktuellen Zeitstempel zu nehmen, mit der MAC-Adresse zu kombinieren, daraus eine SHA-1-Checksumme zu nehmen. Jetzt weiß ich gerade nicht mehr, ob die vorderen oder die letzten 40 Bit dann die Site-ID werden. Viele Leute machen aber auch einfach FD irgendwas, was man sich merken kann. Keine Ahnung, das Geburtsjahr, Hochzeitstag, was weiß ich was da rein. Kann man tun. Spätestens, wenn ich dann zu einem Kunden komme und diese beiden Netze über eine VPN miteinander verbinden soll und die haben sich das Gleiche überlegt, weil eins ist ja so toll zu merken, dann haue ich denen auf die Finger. Also man sollte, wenn man vorhat, das Netz mit irgendjemandem anders zu verbinden, das tatsächlich auch unique machen. Nicht ohne Grund steht das da drin. Und letztendlich setze ich das dann zusammen unter dem 8-Bit-Präfix FD, dann die 40-Bit-Site-ID, die ich mir auswürfeln kann. Dann habe ich noch die Möglichkeit, 16-Bit Subnetze zu generieren. Also ich will ja nicht nur ein Subnetz haben in meinem Unternehmen, sondern ich brauche ganz viele. Die kann ich dann da alle mir überlegen. Und zum Schluss kriege ich
zum Beispiel so eine V6-Adresse raus, die ich über meine Router hinweg in meinem lokalen Netzwerk verwenden kann und die idealerweise so unique ist, dass ich auch mit anderen Teilnehmern zum Beispiel über VPN verbinden kann, ohne dass es da Konflikte gibt. Wie häufig habe ich das im V4-Bereich? Alle verwenden 192.168.0.0/24. Zwei Unternehmen verbinden will über ein VPN, die beide die Subnets verwenden, es ist dann nicht mehr so schön. Zu guter Letzt haben wir noch Global Unicast. Global Unicast ist das Internet. Das sind alle anderen Adressen, die nicht auf den vorgenannten Folien aufgeführt wurden. Aktuell fangen die alle mit einer 2 an, weil das einzig vergebene Netz, wie gesagt, diese 12,5%, ein Achtel des Adressbases, 2000/3 ist. Es gibt bei der JANA auch wieder eine schöne Übersichtsseite, wo man sehen kann, an welche regionale Internet Registry welche Subnetze vergeben wurden. Ist ja verlinkt, wie gesagt, Slides sind online. Und Endkunden erhalten entweder /48, Empfehlung für Businesskunden, /56 für Heimanwender oder einfach nur ein /64, wenn sie nur ein Subnetz brauchen für ihre Devices. Weitere Subnetze kann der Router, den man dann zu Hause hat oder im Unternehmen hat, über Prefix Delegation, über DHCP V6 PD abfragen. Kommen wir gleich noch zu. Kann übrigens auch eine Fritzbox, also auch so normale Hardware, muss ja irgendwie nicht Enterprise-Kram sein, kann das alles. Wir hatten vorhin den Interface Identifier, 64-Bit lang, leitete sich ursprünglich von einer MAC-Adresse ab, habe ich gesagt. Dieser muss innerhalb eines Netzes eindeutig sein. Ist genau wie bei V4. Ich kann nicht zweimal die gleiche IP-Adresse vergeben, dann haben wir einen IP-Adress-Konflikt. Sollte ich auch bei V6 nicht tun. Woher kommt das? Also ich kann den entweder manuell zuweisen. Wenn ich einen Server habe, will ich das vielleicht auch haben. Dann will ich vielleicht Doppelpunkt, Doppelpunkt 1 am Ende stehen haben, 2, keine Ahnung, irgendwie ein sinnvolles Nummerierungsschema rein, mir da eine Struktur aufbauen. Ich kann aber auch, zum Beispiel für die Clients, das durch eine Eigenschaft des Gerätes bestimmen. Da war üblich, das über Modified EUI64 zu machen. Das heißt, da wird die MAC-Adresse genommen, haben wir 48-Bit. In der Mitte fülle ich noch ein bisschen was rein, weil ich brauche 64-Bit. Könnt ihr alles nachlesen, wie es im Detail funktioniert. Dann kippe ich noch ein Bit, je nachdem, ob es eine selbstgenerierte MAC-Adresse ist oder ob es eine ist, die tatsächlich vom Vendor kommt. Hat den Grund, dass ich in der Mitte wieder ganz viele Nullen haben möchte. Braucht ihr alles nicht wissen. Das hat man früher getan, das hat aber einen riesigen Nachteil. Ich habe immer den gleichen Interface-Identifier, ganz egal, wo ich bin. Das ist wunderbar zum Tracken, weil wenn ich jetzt irgendwie jemanden habe, der mich verfolgen will über alle Netze hinweg, ist das letzte, die letzten 64-Bit von meiner IP-Adresse immer identisch, ganz egal, wo ich bin. Ob ich bei McDonald's im WLAN bin, ob ich zu Hause sitze, ob ich im Starbucks sitze, ob ich in der Uni bin, ich bin immer der Gleiche. Derjenige, der mich tracken will, schneidet einfach die ersten 64-Bit ab, die kann er noch verwenden, um rauszufinden, wo ich gerade bin. Und die letzten 64-Bit sind immer identisch. Das ist super. Deswegen ist es sinnvoll, da eine zufallsgenerierte Adresse zu verwenden. Diese kann dauerhaft sein oder sie kann temporär sein. Wenn sie temporär ist, dann hast du sogenannten Privacy Extensions. Wie komme ich jetzt an meine IP-Adresse? Ich habe vorhin gesagt, FE80-Adressen werden immer automatisch generiert. Sobald ich mein Gerät irgendwie in den Link gebe, sobald ich ein Netzwerkkabel reinstecke oder WLAN-Verbindung aufgebaut habe, bekomme ich so eine FE80-Adresse. Die benutze ich dann auch gleich mal, um eine Router-Solicitation zu schicken. Das heißt, ich frage einfach mal in das Netz, gibt es hier irgendwo einen Router? Und wenn ja, antwortet mir doch mal bitte. Das mache ich über Multicast. Anschließend antwortet mir der Router und sagt, jo, hier bin ich bin Router. Also in dem Fall ist nicht gesetzt, dass es ein Router ist. Es kann beliebig viele Router im Netzwerk geben und es kann beliebig viele verschiedene Präfixe, also verschiedene IPv6-Netze im Netzwerk geben. Der Router sagt mir, ich habe hier einen Präfix für dich, kannst du haben, ich habe noch eine Priorität. Also es gibt da drei Prioritäten, Mittel, also Medium, Low und High. Und die Router können selbst sagen, wie wichtig sie sich halten. Die geben mir eine Lifetime mit, wie lange diese Route oder wie lange dieses Subnetz, diese Zuweisung gültig ist. Eine MTU, ich kann auch einen Option Flag und einen Manage Flag setzen, was das ist, erzähle ich gleich. Und einen DNS-Server kann ich mitgeben. Ich möchte auch irgendwie Namensauflösung machen können im V6-Netz. Nichts anderes tut der Router. Also er sagt mir, hey, ich bin Router, ich habe hier einen Präfix für dich, hier sind noch so die Eckdaten für dieses Netz, die Spielregeln letztendlich, leg mal los. Und genau, das tut der Client dann. Er würfelt sich eine IP-Adresse aus. Wie man den Interface-Identifier auswürfelt, hatten wir eben. Entweder MAC-Adresse, zufallsgeneriert oder dauerhaft, also zufallsgeneriert, aber statisch. Es könnte ja trotzdem sein, obwohl ich 64-Bit habe und wenn ich mir da tatsächlich halbwegs vernünftigen Zufall dahernehme, sollte es keine Adresskonflikte geben, also keine Kollisionen geben. Nichtsdestotrotz ist im Standard vorgeschrieben, ich muss eine Duplicate Address Detection machen. Wenn ich das gemacht habe und festgestellt habe, es hat sonst niemand diese IP-Adresse im Netz, gut, alles klar, dann kann ich mir die nehmen. Der Router weiß da nichts von. Also der Router muss von diesem ganzen Kram nichts mitbekommen. Der schickt mir einfach nur, ich habe hier einen Präfix für dich, viel Spaß, leg los.
Und der Rest mache ich auf dem Client. Und weiß mir die IP-Adresse zu. Der Router weiß jetzt nicht, welche IP-Adresse er hat. Der wird es vielleicht wissen, wenn ich anfange, Traffic zu machen, weil dann muss er diesen Traffic routen. Solange ich das aber nicht tue, habe ich halt einfach nur meinen Präfix bekommen und kann damit arbeiten. Wir haben hier die beiden Flags drin, das Option Flag und das Manage Flag. Was hat es damit auf sich? Es gibt dann noch DHCP V6. Das gibt es in zwei Betriebsvarianten. Es gibt Stateful und Stateless DHCP V6. Wo sind die Unterschiede dabei? Wenn ich das Option Flag gesetzt habe in dem Router Advertisement, was mir der Router geschickt habe, dann verweist der Router damit auf einen DHCP-Server. Er sagt mir quasi, hey, ich bin hier der Router im Netz, ich habe das Präfix für dich, ich habe aber auch noch einen DHCP-Server für dich und dort kannst du weitere Informationen abrufen, zum Beispiel Hostnamen, Domainnamen, DNS, NTP-Server, alles, was man so von DHCP kennt, was man da an zusätzlichen Informationen mitgeben kann. Was halt in der Router-Advertisement nicht vorgesehen ist, also ich kann da nicht weitere Zusatzinformationen reinmachen. DNS war ursprünglich auch nicht mit drin, da es ist nachgerüstet worden über einen RFC, dessen Nummer ich gerade nicht weiß. Und es gibt dann noch Stateful DHCP. Ganz wichtig, das ist tatsächlich ein DHCP-Server, wie man es aus dem V4-Bereich kennt, der eine IP-Adresse zuweist. Jetzt könnte man sagen, okay, ich brauche kein Router-Advertisement mehr. Doch, brauchst du schon. Weil der Client muss erstmal mitgeteilt bekommen, dass er sich über Stateful DHCP eine IP-Adresse holen muss. Das heißt, du hast einen Router-Advertisement-Daemon, der sagt dir einfach nur, wir haben hier einen DHCP-Server im Netz und da kannst du dir eine IP-Adresse abholen. Das führt leider dazu, so dass wie man es aus der V4-Welt kennt, und man muss aufhören, in V4-Welten zu denken, wenn man IPv6 macht, dass ein Gerät eine IP-Adresse bekommt. Nämlich genau diese IP-Adresse, die der DHCP-Server dem Client zugewiesen hat. Google sagt, das implementieren wir nicht in Android. Was schon mal irgendwie jeden, der einen öffentlichen Hotspot betreibt, jede Uni dazu zwingt, Slack zu machen und kein Stateful DHCP, also Stateless DHCP, wenn überhaupt. Ansonsten wird kein Android-Endgerät eine IP-Adresse bekommen. Der Link ist sehr amüsant. Das Ticket ist schon ewig lange offen. Es gibt dort einen Mitarbeiter bei Google, der das regelmäßig kommentiert und sich dazu äußert. Ist ganz interessant, mal nachzulesen. Letztendlich hat es auch einen Privacy-Impact, weil dann der Betreiber des Netzwerks auch wieder weiß, welche IP-Adresse ich habe. Er kann mich tracken. Wenn ich mir selbst meine IP-Adresse auswürfel, Privacy-Extensions anmache und immer noch alle paar Minuten oder alle paar Stunden eine neue IP-Adresse bekomme, weiß niemand, wer dahinter steckt. Dann haben wir noch die Prefix Delegation. Wenn ich jetzt einen Router im Netz betreibe und dieser Router soll weitere Subnetze bekommen, wenn ich mir zum Beispiel zwei Router kaskadiere. Ich habe irgendwie meine Fritzbox, die ich vom Provider bekommen habe und möchte danach noch meinen eigenen Router betreiben, weil dieser verdongelte Provider-Kram ist irgendwie nicht so richtig das, was ich haben möchte. Dann kann ich an diesen zweiten Router, den ich selbst betreibe, über Prefix Delegation ein weiteres Subnetz oder mehrere Subnetze weitergeben. Das heißt, damit werden die Subnetze gegeben und eben auch wieder Lifetimes. Wie lange ist dieses Subnetz gültig? Zum Datenschutzkram habe ich eben schon ein bisschen was erzählt. Am Anfang, als der Interface-Identifier immer quasi statisch war und sich von der MAC-Adresse ableitete, war IPv6 der feuchte Traum aller Tracking-Dienste. Du warst wunderbar eindeutig zu identifizieren, ganz egal, wo du bist. Du konntest über die vorderen 64-Bit identifizieren, in was für einem Netz befindet sich der User, also wo ist er gerade, und über die letzten 64-Bit konntest du identifizieren, ist das jetzt mein User, also wer ist das? Die Privacy-Extensions wollen dieses Problem durch temporäre Adressen lösen. Das heißt, meine Devices würfeln sich selbst temporäre Adressen aus und verwenden die für ausgehenden Traffic. Manchmal wäre es ja aber ganz praktisch, wenn ich trotzdem noch eine statische IP-Adresse habe, um dieses Gerät auch erreichen zu können. Ich habe meine dynamischen IP-Adressen, mit denen schicke ich Traffic nach draußen. Alle Verbindungen, die ich aufbaue, zum Beispiel zum Surfen, erfolgen über die dynamischen IP-Adressen. Wenn ich eine eingehende Verbindung haben will, ist es unpraktisch mit dynamischen IP-Adressen. Das heißt, ich habe immer auch noch eine weitere IP-Adresse, die statisch ist, die sich nicht wieder ändert, die aber in der Regel heutzutage nicht mehr von der MAC-Adresse abgeleitet wird, sondern einmalig dynamisch, also zufällig generiert wird. Und darüber kann ich dann eingehende Verbindungen haben, die ändert sich dann auch nicht. Die Zuordnung zu einem Anschluss ist trotzdem möglich. Also auch wenn ich die Privacy-Extensions verwende, ändert sich ja immer nur die letzten 64-Bit, also mein Interface-Identifier. Die Bits da vorne kann ich ja nicht beeinflussen. Die könnte mein Provider beeinflussen, indem er mir ein neues Subnetz, also ein neues Präfix gibt, neue Zuweisung macht. Der hamburgische Datenschutzbeauftragte Johannes Kasper fordert deswegen auch dynamische Adressvergabe per Gesetz. Da bin ich absolut kein Freund von. Ich fand schon schrecklich genug bei V4, dass es immer als Premium-Feature angeboten wurde, statische IP-Adressen zu bekommen. Meine Meinung ist, überlasst doch einfach den Kunden die Wahl. Also wenn ein Kunde sagt, er möchte eine statische IP-Adresse haben, kann das ja, oder ein statisches Präfix in dem Fall, kann das ja gerne bekommen.
Und per Default kann ja gerne dynamische Vergabe der Präfixe sein. So, Sicherheit wird leider häufig mit dem Thema NAT verwechselt oder in einen Topf geworfen. Ganz wichtig, NAT ist keine Firewall. Also wer sich als NAT oder auf NAT als Firewall verlässt, du brauchst definitiv eine Firewall, das spielt keine Rolle. Du brauchst eine Firewall für V4 und du brauchst eine Firewall für V6. Also wo ist der Unterschied? Der Unterschied ist, deine Devices haben eine öffentlich erreichbare, also eine Global Unicast IP-Adresse. Aber wo ist das Problem? Also ich habe eben eine Firewall davor, die schottet das Ganze ab. Ein weiterer Vorteil, der aktuell noch in die Karten spielt, ist ganz einfach, es gibt zu viele IP-Adressen. Ich kann den kompletten IPv4-Adressraum mit seinen knapp 4,3 Milliarden IP-Adressen in einer Stunde, zwei Stunden komplett gescannt haben. Also zum Beispiel einen Port-Scan auf irgendeinem Port oder gucken, ob da irgendwelche Devices mit Standardzugangsdaten drin sind, kriege ich ruckzuck abgescannt. Das ist nicht mehr viel, wenn ich einen Gigabit-Anschluss zu Hause habe, geht das. Okay, wir hatten einen Gigabit-Anschluss zu Hause in der Uni oder im Büro oder sonst wo. Das geht bei V6 einfach noch nicht. Ich weiß nicht, ob noch nicht der richtige Ausdruck ist, es geht aktuell nicht. Also wenn man ein Device mit einer wirklich zufällig generierten IP-Adresse, Interface Identifier, random generiert, ins Netz hängt, da kommt keiner vorbei und scannt das. Zumindest aktuell noch nicht. Man sollte sich natürlich nicht drauf verlassen. Aber ich habe jetzt zum Beispiel eine neue Webcam, wenn man sich die irgendwie, oder so eine IP-Cam, wenn ich mir die anschließe und erstmal mit V6 online habe, brauche ich mir nicht wie bei V4 Sorgen machen, wenn ich das Default-Passwort nicht innerhalb der nächsten 10 Minuten ändere, dass das Ding geowned ist. Bei V4 würde ich das nicht machen. Also müsste man vorsichtig sein. Großflächige Scans finden auch tatsächlich aktuell nicht statt. Worauf Scans stattfinden, ist natürlich Doppelpunkt, Doppelpunkt 1 am Ende und sowas, weil da erwarten die Leute natürlich irgendwelche Devices im Netzwerk oder irgendwie andere schöne Sachen, 1000 am Ende oder 1 hochgezählt. Also alles, was man sich irgendwie erraten kann, was nicht zufällig ausgedacht ist, darauf finden Scans statt. Aber die 64-Bit-Adressraum, die scannt so schnell keiner. Außerdem will niemand NAT. Also heutzutage hat man sich daran gewöhnt. Wenn man heute von FTP redet, dann spricht man in der Regel vom passiven FTP. Ja, warum denn? Weil aktiv es nicht funktioniert. Bei Internettelefonie waren alle möglichen Workarounds nötig. Bei VPN, IPsec, denke ich jetzt gerade dran, Horror. Was man dafür, also mittlerweile funktioniert das alles so halbwegs, aber es sind letztendlich Workarounds, die man auf der, die aus dieser IP-Adressknappheit im V4-Bereich resultieren. Und das kann man alles vermeiden mit V6. Jedes Device hat eine öffentliche IP-Adresse, ich habe eine Firewall davor, ich schalte eine Firewall-Regel, also ich definiere einfach, welche Devices aus dem Internet erreichbar sein sollen und alles ist gut. Ich brauche kein NAT mehr. Ich will auch kein NAT mehr. So, jetzt habt ihr ganz viel gelernt. Jetzt zeige ich euch nochmal, was man nicht macht, nämlich ifconfig benutzen. ifconfig zeigt das auch alles schön an. Also wenn ich ein ifconfig auf mein Device hier mache, das ist so ein komisches Device, weil das eine ThinkPad Docking Station ist, mit der ich das gemacht habe. Aber man sieht hier die V4-Adresse, man sieht hier die V6-Adresse. Und was man hier ganz schön sieht, mal gucken, ob man meinen Laserpointer da sieht. Ja, man sieht ihn wunderbar. Ich habe da hinten die MAC-Adresse. Und wenn man sich das hier anguckt, findet man die MAC-Adresse wieder. Es ist keine Privacy Extensions aktiv. Hier in der Mitte FFFE ist genau der Part, der da reingeschoben wird. MAC-Adresse sind 48 Bit lang, also muss ich noch 16 Bit auffüllen, damit ich aber 64 Bit lande. Das ist genau da passiert. Mein Interface-Identifier in dem Fall ist statisch. Der vordere Kram, also alles, was vor meiner MAC-Adresse kommt, ist das, was mir der Provider zugewiesen hat, was mein Endgerät über das Router-Advertisement bekommen hat. Ist jetzt hier irgendwie nicht so richtig übersichtlich. Heutzutage will man IP verwenden. IP hat auch noch einen tollen Parameter, -color, viele nicht kennen, highlightet nochmal die IP-Adressen, macht das Ganze ein bisschen übersichtlicher. Ich sehe hier wieder genau das Gleiche, ist genau die gleiche IP-Adresse, genau das gleiche Device, was ich vorhin hatte, hier meine MAC-Adresse, meine V4-Adresse und hier übrigens noch meine Link-Local-Adresse, wo man das auch alles wieder findet. Also da habe ich nur noch FE80 Interface Identifier. In dem Fall hat das Gerät dann halt den Präfix vom Router, über das Router-Advertisement zugewiesen bekommen, sich eine IP-Adresse ausgewürfelt anhand der MAC-Adresse, so wie man es heutzutage nicht mehr machen will. Das ist ein Screenshot von einem Ubuntu-System, was ich extra so konfigurieren musste, damit es das mal wieder tut, weil der Default bei Ubuntu ist mittlerweile Stable Privacy, das heißt, das wird nicht von der MAC-Adresse abgeleitet, sondern zufallsgeneriert pro Netzwerk. Ja, so kann das dann auch aussehen, wenn das Gerät ein paar Tage an war und ein bisschen was passiert ist. Da sind jetzt Privacy Extensions noch aktiv. Das heißt, ich habe wieder meine MAC-Adresse. Ich habe hier ganz, ganz, ganz viele Global Unicast IP-Adressen, die sich aber alle nicht mehr auf die MAC-Adresse zurückführen lassen. Und hier sieht man noch was, da steht überall deprecated.
Der Default ist, ich weiß nicht, ob vom Kernel her oder von Ubuntu, alle 24 Stunden holt sich das Device eine neue, also einen neuen Interface-Identifier, den es wieder über die Privacy-Extensions auswürfelt. Der alte geht dann deprecated und wird normalerweise dekonfiguriert. Das ist jetzt mein Rechner im Büro, womit ich eigentlich in der Regel eine Menge SSH-Verbindungen aufhabe und die auch länger als einen Tag auflasse. Das heißt, ich habe auf diesen deprecated Verbindungen hier noch eine Connection auf, zum Beispiel eine SSH zu meinem Server. Und solange ich diese Verbindung nicht schließe, kann ja auch nicht die IP-Adresse dekonfiguriert werden. Das würde ja dazu führen, dass meine Verbindung abreißt zum SSH-Server. Also bleiben die Adressen im System, werden aber nicht mehr aktiv für ausgehende Verbindungen verwendet. Sieht man hier noch spannende Dinge? Hier sieht man noch ganz unten die IP-Adresse, die sich nicht ändert. Die ist quasi die, die nicht über die Privacy-Extensions dynamisch generiert wurde, sondern auf meinem Interface bleibt und die sich immer erreichen lässt. Der Präfix kann sich in dem Fall natürlich ändern. Das ist hier ein Kabel-Deutschland-Präfix, die auch dynamische Zuweisung haben. Und ganz unten noch wieder meine FE80, die ich brauche, um das hier alles zu machen, um überhaupt Router-Solicitation übers Netzwerk zu schicken. So, jetzt habt ihr gelernt, wie IP-Adressen funktionieren, wie man Subnetze macht, also Präfixe macht, wie man Interface-Identifier generiert und so weiter. Wie komme ich jetzt an diesen guten Kram hier ran? Von deinem Provider. Ganz einfach. Dein Provider bietet keinen IPv6. Ja, wir haben 2019, du sollst vielleicht mal mit dem reden oder ihn wechseln. Aber ja, ich weiß, ich sehe schon die Gesichter von einigen Leuten hier. Okay, du kannst auch einen Tunnelbroker nehmen. Ein Tunnelbroker tunnelt letztendlich deinen V6-Traffic über V4. Du kannst auch selbst einbauen. Also wenn du irgendwo einen Server hast, der was Größeres als ein /64 hat, zum Beispiel ein /56 oder gar ein 48er, haben vorhin gelernt, das ist die Empfehlung, was einem Client oder was einem Kunden zugewiesen werden sollte, nimmst du dir ein /64 auf dem Server, ein /64 in den Tunnel rein, ein /64 oder ganz viele /64er auf deiner Seite, die du eigentlich betreiben möchtest, setzt auf dem Server eine Route, dass das Netzwerk über das Transfernetzwerk zu dem Client geroutet wird, brauchst du noch einen GAE-Tunnel, wo du das alles rüberschieben kannst und dann funktioniert das auch. Jetzt gucke ich in ganz viele verwirrte Gesichter. Tunnelbroker.net ist toll. So, ich habe einen Provider, der V6 kann, also einen ernstzunehmenden Provider. Ich habe so ein Fritz-Dings und noch einen Router, also irgendwas Vernünftiges dahinter. PFSense, habe ich vorhin gesagt, wir knüpfen da mal ein bisschen an. Und noch mehrere Subnetze in meinem privaten Netzwerk dahinter. Oh, klingt nach einem super komplizierten Setup, ne? Wie lange brauchen wir, um das aufzusetzen? 2 Stunden? Machen wir mal fix. Ist ganz easy, wenn man weiß, wie es geht. Aber wenn man weiß, wie es geht, ist es immer einfach. Ich habe hier meine Fritzbox. Hängt an einem Kabelanschluss, genau an dem, wo ich vorhin hier so die Screenshots von gemacht habe. Also ich natürlich erstmal will das hier V6 anmachen. Hier rechts steht immer da, wie man da hinkommt auf der Fritzbox. Hier sieht man es noch, in den weiteren Screenshots sieht man es nicht mehr. Ich mache mal V6 an, ich mache hier Dual-Stack an und ich sage, ich brauche noch weitere Netze dahinter. Ich weiß, Kabel Deutschland gibt mir ein /56, also kann ich das auch mal anfragen bei denen. Die Fritzbox ist übrigens hervorragend, was IPv6-Support angeht. Wenn du Advanced Setups haben möchtest, dann wird das irgendwann ein bisschen eng. Aber so die Standarddinger, alles, was ich gerade erzählt habe, kriegt man mit einer Fritzbox wunderbar hin. Also die eignet sich auch, um einfach mal ein bisschen rumzuspielen, zu Hause V6 anmachen, Prefix Delegation anmachen, irgendwie einen kleinen Router dahinter, vielleicht nur eine Debian-Kiste, wo man Routing anmacht und mal ein bisschen rumspielen. Also ich habe V6 angemacht, das ist schön und gut. Damit haben alle meine Clients hinter der Fritzbox hängen eine V6-Adresse, können damit rumspielen, kriegen über Router-Advertisements einen Prefix zugewiesen, man kann Privacy-Extensions ausprobieren, man kann machen, was immer man möchte. So, jetzt haben wir aber noch die PFSense, die ich gerade angekündigt habe, in dem gleichen Subnetz oder hinter der PFSense hängen, hinter der Fritzbox hängen. Das heißt, hier sind genau diese 3 Prioritäten, habe ich vorhin erwähnt, und ich sage, die Fritzbox stellt den Internetzugang zur Verfügung. Aktivieren. Hier unten kann ich noch sagen, wenn ich das möchte. Zusätzlich auch noch über die Router-Advertisements einen DNS-Server mitgeben. In dem Fall ist es hier die FE80-Adresse von der Fritzbox. Das reicht ja aber noch nicht. Ich will jetzt auch noch Prefix-Delegation machen. Das heißt, ich stelle das ein. Ich sage, ich brauche einen DHCP-Server, der bitte als DNS-Server, ja, haben wir eben eingestellt, der soll DNS verteilen. Und PD steht für Prefix-Delegation, verteilen soll. Das heißt, die Fritzbox eignet sich auch dafür, weitere Subnetze an andere hintergeschaltete Router weiterzugeben. Den Haken mache ich rein, speichere das auch noch. Und schon habe ich eine Fritzbox, die V6 hat und die Router, DHCP V6 Router Prefix-Delegation spricht. Jetzt bin ich auf der PFSense. Da muss ich eigentlich auch nicht so viel einstellen. Hier bin ich auf der LAN-Seite, also auf der WAN-Seite. Also ich konfiguriere mein WAN-Interface, meinen Uplink. Und kriege eine V4 über DHCP ganz normal und stelle bei IPv6 Configuration Type DHCP 6 ein.
hier sage ich dann noch ein paar Details. Ich hätte ganz gerne hier einen Präfix und Delegation Size, slash 60 in dem Fall. In der Fritzbox habe ich einen slash 56 gehabt. Ich kann ja noch weitere Router haben, neben dieser PFSense, die ebenfalls Subnetze bekommen sollen. Das heißt, ich kann irgendwie schlecht das ganze Subnetz weitergeben, außer ich habe nur diese PFSense dahinter hängen. Ich sage hier noch, warte nicht auf ein Router-Advertisement, sondern schick, habe ich vorhin vergessen zu erwähnen, die Router schicken auch von sich aus in regelmäßigen Zeitabständen Router-Advertisements, ohne dass jemand gefragt hat. Also ich muss nicht per Multicast eine Router-Solicitation auslösen, sondern die schicken auch in regelmäßigen Abständen einfach mal, ich habe hier einen Präfix und wer es benutzen will, kann es benutzen. Ja, und das war es letztendlich schon. Damit habe ich auf der Warnseite der PFSense eine V6-IP-Adresse konfiguriert und fordere gleichzeitig noch ein Subnetz an. Gehen wir weiter zur LAN-Seite. Ich bin jetzt hier auf dem LAN-Interface. Jetzt habe ich das Problem bei Kabel Deutschland. Ich kriege ja dynamische Präfixe. Ja, ich weiß, das ist unser Geschäftskundenanschluss und so, hat keine. Okay, geht auch. Also auch in der PFSense kann man das alles abbilden, funktioniert. Ich sage einfach hier bei V6 Configuration Type Track Interface. Das heißt, er verfolgt das Präfix, was er auf dem Interface, was ich da konfiguriere, und das mache ich hier unten. Das überwacht er quasi und wenn sich das Präfix ändert, dann ändert er seine eigenen Präfixe, die er auf die LAN-Seite weitergibt, ebenfalls. Das heißt, ich habe auf Warn gemacht, beziehe dir bitte über DHCP Prefix Delegation ein Subnetz von der Fritzbox, also über DHCP V6 und hier sage ich auf der LAN-Seite, bitte tracke das Kabel-Interface, also in dem Fall das Warn-Interface und weil ich mehrere Prefixer oder weil ich Prefixe brauche, kann ich hier noch eine Prefix-ID weitergeben. Das hier ist das erste, deswegen lasse ich die 0 da drin stehen. Wenn ich ein weiteres LAN-Interface habe auf der PFSense, trage ich da eine 1 ein oder eine 2 ein. Kann mir da mein Subnetting mitmachen und mehrere Subnetze versorgen. Ja, das ist schön und gut. Damit habe ich jetzt auch auf der LAN-Seite eine IP-Adresse auf der PFSense. Jetzt möchte ich hier auch noch verteilen. Meine Clients sollen ja auch was davon haben. Das heißt, ich brauche Router-Advertisements. Gibt es auch auf der PFSense, braucht man nur aktivieren. In dem Fall sage ich hier einfach unmanaged. Unmanaged bedeutet, er macht, verteilt diese, genau mit diesem Flex, was wir vorhin managed, unmanaged. Managed wäre DHCP V6-Server, der IP-Adressen verteilt. Unmanaged ist, der announced einfach sein Präfix. Ich habe vorhin gesagt, bei den Sachen kann ich ganz viel einstellen. Eine Router-Priorität, ich kann eine Lifetime mitgeben, ich kann eine Preferred Lifetime mitgeben und ich kann hier noch ein Intervall mitgeben. Das ist der Minimum-Intervall. Das heißt, selbst wenn da jetzt ganz viele Geräte, ich habe 100 Geräte im Netzwerk und die machen alle Router-Solicitation, hätte ich einen DDoS-Angriff auf meinen Router. Der müsste ja dann 100 Mal antworten, das tut er nicht. Er antwortet maximal alle 5 Sekunden auf eine Router-Solicitation mit einem Router-Advertisement. Der Maximum-Intervall sind 60 Sekunden. Das heißt, spätestens nach 60 Sekunden announcest du einfach mal so, hey, ich bin Router und wollte hier einen Präfix von mir haben. Viel Spaß damit. Und eine Lifetime gebe ich auch noch mit. Könnte man sagen, das ist aber verdammt kurz mit 600 Sekunden. Ja, das erlaubt es mir aber auch dynamisch oder relativ schnell meine Präfixe zu ändern. Wenn mir jetzt Kabel Deutschland ein neues Präfix zugeteilt hat und ich habe da eine Lifetime eingetragen von, keine Ahnung, 3 Stunden, dann sind die Clients erstmal 3 Stunden offline, beziehungsweise haben 3 Stunden lang noch die alten IP-Adressen drin, die gar nicht mehr funktionieren. Kriegen natürlich über Router-Advertisement dann schon ein neues, aber bekommen nicht mit, dass die alten ausgelaufen sind. Noch 2 schöne Programme, die ich kurz vorstelle. IPCalc gibt es in Debian oder allen Debian-basierten Distributionen als Paket, kann aber kein V6. Fedora war so nett und hat das gepatcht und es V6-tauglich gemacht. Kann man sich hier kompilieren, also hat nicht viele Abhängigkeiten, ist schnell kompiliert und das rechnet einem den ganzen Kram aus. Ich kann da einfach eine IP-Adresse mit einem Subnetz hinten dran reinschmeißen und er gibt mir dann aus. Hier Host-Min-Adresse ist die, Host-Max ist die, den ganzen Bereich hier kann ich auffüllen mit meinen eigenen IP-Adressen. Hier sehe ich die Netzadresse, kann man schöne Sachen mitmachen, kann man ein bisschen rumrechnen, sich angucken, wo sind eigentlich die Grenzen, gerade wenn man noch nicht so vertraut ist oder die Kurzschreibweise hat. Das ist jetzt eine Privacy-Extension-Adresse, deswegen sind da keine Nullen in der Mitte, aber wenn man Doppelpunkt, Doppelpunkt 0 oder also 1 hinten dran zum Beispiel stehen hat und will wissen, wie ist eigentlich die eigentliche Adresse und wie funktioniert das alles, in IP-Calc werfen, das spuckt einem die ganzen Grenzen aus, zeigt einem auf, wo das Subnetz ist, also das Präfix ist, was der Interface-Identifier ist und dann kann man sich das angucken und sich damit vertraut machen. Was auch ganz schön ist, was es aus den offiziellen Paketquellen gibt, ist IPv6-Calc. Das kann V6 logischerweise, heißt ja auch so. Das rechnet einem quasi die gleichen Sachen aus. Naja, rechnet ein bisschen was anderes aus. Es zeigt einem hier an, was ist das für ein Address-Type, also in dem Fall ein Unicast, Global Unicast, Deutschland von der RIPE vergeben und noch so ein paar weitere Eckdaten zu der IP-Adresse.
Das kann auch ganz tolle andere Sachen. Das kann zum Beispiel aus einer MAC-Adresse einen Interface-Identifier nach den verschiedenen Verfahren ausrechnen. Also du kannst damit Konvertierungen machen von IP-Adressen, von allen möglichen Sachen, was damit zusammenhängt. Das ist ein schönes Tool. Wie gesagt, einfach installiert, allen Debian-basierten Distributionen ist das drin. Mein Fazit des Talks ist, IPv6 funktioniert meist einfach so. Einfach mal anmachen. Die gängigen Heimrouter blocken auch sämtlichen Traffic von außen. Also dieses Argument wieder, haben alle öffentlichen IP-Adressen, verabschiedet euch davon, ist kein Problem. Wenn man so eine Fritzbox zu Hause hat, die macht eingehenden Traffic dicht. Einfach aktivieren, passiert nichts und schon kann man rumspielen. IPv6 und IPv4 funktioniert übrigens hervorragend parallel. Also man muss jetzt nicht, wenn man V6 eingeführt hat, V4 abschalten. Man kann einfach beides aktiv haben. Das sind unabhängige Netzwerkstacks. Und wenn ein Device, also ein Zielgerät, was ich erreichen möchte, nur eine V4-Adresse hat, wird es über V4 angesprochen. Wenn Sie beides haben, wird es über V6 angesprochen. In der Regel, außer die V6-Anbindung ist katastrophal, dann macht das Betriebssystem oder das Programm halt ein Fallback auf V4. Andersrum sieht es aus, wenn man V6-only betreiben möchte. Das ist heutzutage tatsächlich noch ein Problem. Nicht, weil das Betriebssystem irgendwie ein Problem hätte, sondern einfach, weil viele Webseiten keine V6-Adresse haben. Einige Server haben eine V6-Adresse, aber der Administrator hat vergessen, es im DNS zu hinterlegen mit dem entsprechenden Record und deswegen tut es einfach nicht. Und meine Empfehlung ist einfach mal ausprobieren. Also ihr habt jetzt mit dem Talk jede Menge Grundlagen bekommen, ihr wisst, was für Adresstypen es gibt. Selbst wenn von seinem Provider kein Subnetz bekommt und keinen Tunnelburker verwenden möchte, einfach mal eine ULA konfigurieren, ein bisschen rumspielen, ein Router-Advertisement-Daemon installieren, ist auch ruckzuck gemacht, und Subnetze verteilen. Ich sehe, dass ich noch ein paar Minuten habe, zeige ich euch ja noch ganz kurz die Konfiguration von einem Router-Advertisement-Daemon unter Debian oder allen anderen Distributionen. Die wichtige URL, weil das war jetzt ziemlich viel Input, merkt euch die URL da. Ich werde die auch im Vortragsprogramm nochmal hinterlegen, sodass ihr da nachgucken könnt. Da gibt es all diese Slides mit allen Informationen. Die wichtigsten RFCs habe ich verlinkt, die genannten Recommendations von der RIPE. Der Wikipedia-Artikel zu IPv6 ist tatsächlich sehr gut. Es ist noch ein schöner Kommentar im Heise-Forum, der mich dazu gebracht hat, mal wieder aktuelle Zahlen für Global Unicast auszurechnen. Der ursprüngliche Kommentar war, glaube ich, aus 2015, dann war es 0, irgendwas Prozent der vergebenen IP-Adressen. Mittlerweile sind wir aber knapp 1,2. Das überspringen wir kurz. Was mache ich, wenn ich unter Debian einen Router-Advertisement-Daemon installieren möchte? Ja, ich mache das. Und das ist die ganze Konfiguration, die ich brauche, wenn ich eine ULA verwenden möchte. Hier der blau markierte Bereich ist meine 40-Bit-Zeit-ID, die ich mir anhand meiner Mac und Timestamp ausgewürfelt habe, die ich mir aber auch im Zweifel ausdenken kann. Das setze ich so auf, installiere das, reloade den und schon habe ich dieses Subnetz hier, also dieses Präfix hier, in meinem Netz announced. Was ich hier noch mache, ist, ich setze die Lifetime da auf 0, damit er keine Default-Route announced. Weil ich komme ja über dieses FD-irgendwas-Netz nicht ins Internet. Das heißt, ich möchte nicht, dass meine Clients im Netzwerk sich das als Default-Route setzen, also den Router, der das hier announced. Das macht keinen Sinn. Mit dem Kommando rdisk6 kann man sich dann auch angucken, was passiert da. Also das kann ich auch einfach so starten. Könnte ich jetzt hier auf meinem Laptop starten, mal gucken, was im Netz so passiert. Der zeigt mir diese Router-Advertisements an, die ich empfange. Das ist hier hinter der PFSense, deren Konfiguration die ich vorhin gezeigt habe. Man findet hier ein paar Sachen wieder. Zum Beispiel die 600 Sekunden Router-Lebensdauer, die ich eingestellt habe. Und das Präfix, was da von der Fritzbox durchgereicht wird. Man kann das auch direkt als Router-Advertisement-Daemon als Konfiguration ausgeben lassen mit dem Befehl RADVDump. Ist letztendlich genau die Konfiguration, das entsprechende Format, wie ich es in meine Config legen könnte. Und ich weiß nicht, was es für einen Sinn macht, den aktuellen Router-Advertisement-Daemon zu klonen, aber ich könnte es theoretisch tun oder mir einfach mal angucken, was wird da eigentlich an Konfiguration ausgeben, wie arbeitet das Device. Jetzt aber, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ich glaube, 2-3 Minuten haben wir noch für Fragen, wenn noch was sein sollte. So, dann erstmal vielen Dank an Nico. Das war ein sportlicher Vortrag, denn IPv6 hat 25 Jahre gebraucht, bis es zu dem Punkt gekommen ist, wo wir heute sind. Und alleine über 10 Jahre in der Spezifikation. Und das alles innerhalb von 60 Minuten erklären zu wollen, sehr sportlich. Danke, Nico. Es sind noch ganz klein wenig Zeit für Fragen. Der Max, der gleich den Anycast-Vortrag hält, muss auch noch aufbauen. Das heißt, ich denke mal, 3-4 Fragen können wir noch machen. Hat jemand eine Frage? Ich bin sonst auch noch heute und morgen den ganzen Tag hier, also mich auch gerne ansprechen, wenn ihr mich seht.
Wird er durchgehen? Danke für den Vortrag. Das Einzige, was ich jetzt, wo ich jetzt nicht zugestimmt hätte, wenn Sie sagen, der Parallelbetrieb funktioniert hervorragend. Meine Erfahrung ist, ja, man merkt, es funktioniert alles. Aber wenn ich mal gucke, wie viel, wenn ich einen Firefox benutze, wie viele Seiten eigentlich wirklich über IPv6 gehen und wie viel IPv4, dann habe ich da ungefähr 10% oder sowas über IPv6. Da sind so viele Level drin, da ist eine GAI-Conf und da hat der Firefox 17 Einstellungen. Letztendlich fällt er doch immer wieder zurück zu IPv4 nach meiner Erfahrung, obwohl das gar nicht müsste. Ja, der IPv4-Fallback, der da häufig passiert, liegt aber in der Regel nicht daran, dass es nicht funktioniert, sondern es liegt daran, dass die Server, auf die man zugreift, kaputt sind oder da eine falsche Konfiguration läuft, keine DNS-Einträge für V6 da sind, der Server einfach keine V6-Adresse hat und so weiter. Also ich kann tatsächlich nur aus dem Linux-Bereich sprechen, ich habe keine Ahnung von Windows. Aber unter Linux funktioniert es ganz hervorragend. Und bei uns im Büro habe ich gerade noch mal eine Statistik angeguckt auf der pfSense. Die weist nämlich wunderbar aus, weil ich verschiedene Firewall-Regeln für V6 und V4 habe. Wir haben so ungefähr 60% des Traffics V6. Und, was auch wichtig ist, wir gucken im Büro, zumindest hoffe ich das nicht, kein YouTube. YouTube ist natürlich auch V6 erreichbar. Und das macht natürlich die Statistik immer relativ hoch, weil da werden halt viele Daten übertragen. Also ist schon nennenswert. Was ich aber eigentlich damit sagen wollte, dass es hervorragend funktioniert, es ist nicht so, dass ich kein Internet mehr habe, nur weil ich Dual-Stack konfiguriert habe. Ja, ja, das ist klar. Nur, also ich habe auch Schwierigkeiten, selbst Google fällt dauernd auf R4 zu bringen. Okay. Vielleicht, wer das genau ist, ist es der Linux-Kernel oder ist es Firefox? Irgendeiner entscheidet immer, ach, da willst du doch lieber IPv4. Ja, kann ich so nicht bestätigen. Bei mir geht es ganz gut. So, eine weitere Frage. Hinter dir. Könnt ihr das Mikrofon bitte nach hinten durchreichen? Danke. Ist das an? Hört man? Ja. Im V4-Bereich gibt es ja mittlerweile ganz nette Listen mit zum Beispiel bekannten Command-and-Control-Servern von Malware und so weiter und so fort. Ja. Kannst du ein bisschen lauter reden? Ja, Entschuldigung. Ich wiederhole es nochmal. Im IPv4-Bereich gibt es ja mittlerweile öffentliche Listen, die man einfach runterladen kann, mit zum Beispiel bekannten Command-and-Control-Servern, also Servern, die man einfach nicht haben möchte. Klar, Inbound-Traffic blockiere ich sowieso bei Default, das ist nicht das Problem, aber ich möchte ja vielleicht auch verhindern, dass, wenn doch mal irgendwas ausgeführt wird in meinem Netz, was nicht ausgeführt werden sollte, es keinen weiteren Payload von diesen bekannten Servern zum Beispiel runterladen kann. Ich habe sowas für IPv6 einfach noch nicht gefunden, was einer der Gründe ist, warum ich es bisher auch nicht verwenden möchte, zumindest global, weil ich einfach das Gefühl habe, dass solche Dinge in vielen Bereichen einfach noch nicht existieren für IPv6. Habe ich es nur nicht gefunden oder gibt es sowas einfach noch nicht? Ich habe tatsächlich noch nicht in diese Richtung geguckt und das ist natürlich ein valides Argument, wenn man sowas braucht. Ich glaube, es ist schwierig. Auch so die ganzen Sachen, die es im Bereich Mail-Server, DNS-BL und so weiter gibt. Ich wüsste jetzt auch nichts, was da V6 macht oder spezialisiert ist, V6-Adressen auszugeben. Ich weiß gar nicht, ob die normalen Blacklisten überhaupt V6-Records haben, vermutlich nicht. Kann ich leider aber sonst auch nichts zu sagen. Mikrofon. Okay, dann noch eine zweite Frage zum anderen Thema. Es wäre vielleicht auch ganz schön, wenn ich meine ganzen LAN-Server eben nur mit einer ULA-Adresse versorge, sodass die gar nicht erst ins Internet können. Ja, löst ja auch viele Probleme, wo man vielleicht vorher eine Firewall zunageln muss. Ja. Aber meinen Clients muss ich natürlich sowohl eine globale als auch eine ULA vergeben. Speziell mit pfSense, ist das einfach zu konfigurieren? Ist das da ohne weiteres möglich oder muss ich da irgendwelche Hacks anwenden? Ich mache die Router-Advertisements überhaupt nicht mit pfSense und wenn ich es mit dem RDVD mache, kann ich angeben, also kann ich Device-Gruppen definieren, kann ich Interface-Identifier, FE80-Adressen angeben, die ausgeschlossen sind oder die für die Zuweisung von Präfixen erlaubt sind. Also dann kann ich tatsächlich auch ein bisschen steuern, wer was bekommt. Aber ja, muss man natürlich eine Menge, gerade wenn man größere Netzwerke hat oder es ein bisschen strukturiert aufbauen will, auch schon ein bisschen mehr Struktur reinbringen, was jetzt in dem Vortrag schwer zu erläutern ist. Danke. So, letzte Frage. Ist keine Frage, sondern eher eine Anmerkung. Du hast so schöne Programme vorgestellt wie SIP-Calc oder wie IP-Calc und IPv6-Calc. Ja. Du brauchst das
IP-Calc, also auch an das Auditorium, nicht patchen. Es gibt ZIP-Calc, also mit S davor. Und das kann IPv6 nativ. Oh, großartig. Danke für den Hinweis. Vielleicht die Folie aktualisieren. Mhm. Gut, dann vielen Dank. Nochmal Applaus für Nico.